Moin Moin, ich bin Leonard, habe immer noch die Männergrippe und heute wollte ich euch mal zeigen, wie man effektiv Artefakte farmen kann, also zum Leveln. Und jeder von euch kennt das ja, oder viele von euch werden es kennen. Du hast ein Artefakt, so wie dieses hier, und willst das hochleveln. So, drückst du drauf, hast nichts. Du hast einfach nichts mehr zum Hochleveln, weil alles verbraucht. Gut, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, man geht einfach in die Sphären, also in Dungeons rein und farmt einfach Artefakte, dann kriegt man den ganzen Kram ja auch. Ja, aber irgendwann hast du ja auch kein Heart, keine Energie mehr und stehst da. Toll. Entweder macht man das einfach immer alle paar Tage und lässt das dann, macht das ganz geduldig und so, aber man könnte auch einfach jeden Tag süßig Hearts farmen, Artefakte farmen gehen. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier so ein paar kleine Routen. So, wir sind als erstes sind wir hier in Inazuma. Ja, auf dieser kleinen Insel hier unten. Auf Seirai sind wir. So, und da, wo ich diese Sternchen habe, da sind meistens auch für mich die Artefakte. So, dann geht's hier los. Einsammeln, einsammeln. So, gut, hier war jetzt Essen mit bei, ist aber auch nicht so wichtig, nicht so schlimm. Normalerweise gehe ich auch dann direkt zum nächsten Punkt, aber man könnte auch so wie jetzt hier, wenn man dann richtig farmen möchte, dieses kleine Kerlchen hier verfolgen, wenn der da nicht rumbackt. Ja, gut, der hat leider erst einen Bug. Na? Ah. Jetzt hat er sich dann doch wegbewegt. Irgendwo ist er doch. Ach, da ist er. So. Und hoch mit dir. Ah, natürlich brauchen wir jetzt Feuer. Ändern wir kurz mal das Team. So, wenn man dann ihn verfolgt hat und so weiter, dann geht man direkt hin, kriegt dann auch ein Artefakt. Oder man macht das, was ich auch sonst sehr oft mache. Das kann man auch jeden Tag machen. Einfach irgendwelche Elite-Gegner bekämpfen und die spawnen ja halt nach einem Tag wieder. Oder beziehungsweise wenn der neue Tag beginnt, sind sie alle wieder da. Und bei denen gibt es halt immer nur eine Chance, dass man Artefakt kriegt. Und die Chance ist natürlich leider sehr gering. Aber hier, da. Wanderart-Zeremonie ist halt ein Artefakt. Also jetzt gab es tatsächlich mal eins. Also in der Regel, weiß ich nicht, kannst du auch 30 besiegen und bekommst keins. Also es ist wirklich eine Glückssache. So. Jetzt gehen wir hier hin. Zur Starthütte 7. Ich mache dann sonst auch, wenn ich so eine Farmroute, so eine Farmrunde mache. Und man braucht noch irgendwelche andere Materialien, so wie jetzt zum Beispiel das Narkokraut, was hier sonst rumliegt. Ja, das nehme ich dann auch nochmal mit. Das kostet jetzt nicht allzu viel Zeit. Ja, und dann fangen wir an, gehen jetzt hier hoch. Ab und zu ist hier auch Essen bei, also zumindest bei dieser Route. Also nicht wundern, aber man kann es ja auch gebrauchen. So, hier war zum Beispiel Essen drin. Oh, dann ist hier hinterm Haus. Na, da war wieder ein. Ne, ach nee, da war ein Bogen. Das Waffen gibt es auch noch. Kann man auch immer gebrauchen zum Hochleveln. So, und Geld sieht man auch. Also Moore gibt es ab und zu mal. Hier gibt es noch ein bisschen Erz. Gut, das ist unwichtig. Aber wenn ich dabei bin, ich nehme einfach alles mit. Das stört ja keinen. So, dann einmal hier runter. Ah, hier war Essen. Ah ja, hier waren die Artefakte, genau. Hier eins. Und es ist auch immer unterschiedlich, was da rauskommt. Also es kann mal einer sein, es kann auch zwei sein, vielleicht auch mal drei. Und in der Regel haben sie auch verschiedene Abklingzeiten. Es gibt diese Punkte oder ja, Artefakte, da sind die halt nach 12 Stunden, kannst du sie wieder farmen, aber es gibt auch welche nach 24 Stunden. Und ich bin ehrlich, ich habe nicht Lust, mir das zu merken, wann welcher Punkt wo wir da ist. Anfangs habe ich auch eine einzige Route gehabt, die hat Inazuma und Dio miteinander verbunden. Da habe ich dann mein Artefakt gefarmt und habe dann halt versucht, genau nach 24 Stunden wieder da weiterzumachen. Ist auf Dauer aber ganz schön nervig, deswegen habe ich auch nach einer Zeit einfach zwei Routen gemacht. Deswegen heute ist einmal Inazuma und morgen werde ich euch dann meine Farmroute in Dio zeigen. So, wo ist er jetzt hin? Ach, da. Ah, wo ist er denn jetzt?
da. Und. Jetzt habe ich noch mal. Ach, da. So, jetzt komm, verwandle dich. So. Oh, einmal Blitz, das passt ja. Zack. So, wieder ein Artefakt. So, nebenbei was zum Einsammeln. Hier haben wir noch einen. Und diese kleinen Kerlchen sind auch jeden Tag da. Ich frage mich, ob das unendlich weit so geht mit denen oder ob die dann irgendwann wirklich mal weg sind. Aber. Ja, keine Ahnung. Ich hatte die, weiß ich, bestimmt schon 20 Mal oder 30 Mal gemacht. Also sind immer noch da. So, jetzt sind wir hier beim Schiff. Und das Schiff hat einiges an Ressourcen. So, wir gehen direkt hier rein. Also das ist natürlich vom Vorteil, wenn man das gemacht hat, sonst ist das natürlich etwas schwierig alles. So, einmal gibt es hier direkt, dann gibt es hier, gleich mit Geld oben drauf, dann gehen wir direkt hier runter. Dann gibt es hier ein bisschen was. So. Einmal die Gegner besiegen. Dann haben wir hier was. Dann geht's hier weiter. So, es sind eigentlich auch nur graue und grüne Artefakte. Aber trotzdem bringen sie was, weil man möchte ja auch gerne irgendwie weiter vorankommen. Und in der Regel, also je nachdem, was man alles hier mitnimmt, braucht man so 10 bis 15 Minuten für eine Route. Also das ist dann ja fürs tägliche, egal wann man ja Zeit hat, das ist machbar. Das ist ja jetzt nicht weltbewegend. So, oh ja, nehmen wir mal die Dämmerfrucht auch noch mit. So, jetzt sind wir hier. So, Mora ist auch immer gut, davon kann man nie genug haben. So, Waffen sind auch vom Vorteil. Die muss man ja auch ab und zu mal hochleveln. So, das war das. Jetzt gehen wir hier hoch. Ja, nochmal einmal essen. Ja, ein Artefakt. Nochmal Artefakt. Essen. Essen. Artefakt. Ja, Artefakt. Sehr schön, auch ein grünes mit dabei. Nochmal was zu essen. Und dann gibt es hier hinten noch welche. Sehr schön. Also wenn ihr jetzt geht, könntet ihr auch viel mehr haben wie ich oder vielleicht weniger. Das ist immer einfach Zufall, was hier rauskommt. Ne? Und das kann man, wie gesagt, jeden Tag. Also wenn man diese Route jetzt fertig hat, kann man die nach 24 Stunden nochmal machen. Aber ich, wie gesagt, empfehle halt, wenn man es effektiv machen will, macht man halt morgen die andere Route, die ich euch dann auch morgen zeigen werde. So, und dann geht man hier hin zu dieser kleinen, ja, Katzeninsel. Dann geht man hier hinter den Baum. Und tada, bei den Kätzchen sind Artefakte. Das weiß ich, das ist das erste Mal, aber ich zeige das trotzdem mal. So, aber sonst in der Regel einfach dahin, fertig. Das war das. Dann gehen wir hier runter nach zu Rumi, oder wie die Insel heißt. So, dann geht das hier direkt weiter. Oh, einmal kurz mal ein bisschen Fleisch mitnehmen. Dann haben wir hier einmal ein bisschen Geld. Nochmal Artefakt. Nochmal ein bisschen Geld. Auch mal ein bisschen Geld noch. Nochmal Geld. Und dann kommt das hier noch. Einmal kurz ein paar Gegner umhauen. Die sind auch jedes Mal auch woanders. Habe ich schon mal feststellen dürfen. Ich dachte mal, das passiert vielleicht irgendwas, wenn man sie an verschiedenen Orten jetzt hier besiegt hat. Nein. Also zumindest ist mir noch nichts aufgefallen. So, hier. Ah, hier war Geld drin. Aber Geld weiß ja jeder, kann man genug gebrauchen. Artefakte. Sehr gut. So. Ah, hier war noch ein bisschen Kleingeld. So, das war das hier. Dann geht's einmal hier hin. Da habe ich auch extra in den Chant reingeschrieben, dass es beim Boot ist. Und da unten ist das Boot.
Wer natürlich möchte, kann jetzt auch noch mal schnell das Erz mitnehmen, aber das mache ich jetzt mal jetzt nicht. So, Artefakt hier, Artefakt da. Sehr gut. Dann gehen wir da oben noch schnell hin. So, und dann fliegen wir in die Richtung. Also wenn man jetzt alles mögliche noch mitnimmt, ne, Erze und den ganzen Kram, dann ist man bestimmt schon so gute 20 Minuten dran. Aber ist ja dann auch nicht so wild, ne? Also es schadet einen ja nicht. Man braucht ja alles leider. Das ist ja so. Okay, hier Artefakt. Und Artefakt, sehr schön. Dann gehen wir jetzt. Wir sind hier. Dann gehen wir mal hier oben hin. Hier kann man, wenn man will, einen Elite-Gegner mitnehmen und die Samurais. Jeder, der Inazuma-Charaktere hat, wird verstehen, dass man die auf jeden Fall braucht. Aber ich nehme jetzt einfach nur schnell die Artefakte hier mit. Dann gehen wir einmal hier hin. So, dann gehen wir schnell zu dem hin. Fliegen nach oben. Und bewegen uns. Also wir sind jetzt hier gestartet und gehen jetzt zu dem Punkt hin. Ups. Und das geht auch recht schnell, wenn man von diesem Weg ausgeht. Man kann zwar auch von unten kommen, aber da, wo ich hin will, ist dieser Weg eigentlich viel einfacher. Natürlich dauert er jetzt ganz kurz länger, wenn man den noch kurz mitnimmt. So, komm, beweg dich. So, hier. Dann da. Jetzt ist er da oben. Ja komm, beweg dich weiter. Und nochmal. So, jetzt hat er sich in das Ding da verwandelt. Muss man einmal dieses hier mitnehmen. Geht hier hin. Zack, untersuchen. Und man hat sein Artefakt bekommen. Das ist auch jedem überlassen, selbst überlassen, ob er es mitnimmt oder nicht mit dem. Aber man hat auf jeden Fall ein Artefakt sicher. So, jetzt sind wir hier oben beim Wasserfall. Jetzt fliegen wir ganz kurz. Fliegen hier runter. Und jetzt sind wir hinter dem Wasserfall, mehr oder weniger. Und hier, meine ich, war man auch während der Questreihe gewesen, auch wenn es eine geheime war. So, hier. Dann hier. Dann nochmal hier. Und hier. Und da. So. Das waren auch schon mal Artefakte gewesen. Jetzt gehen wir noch einmal hier hin. Drehen uns um, laufen in diese Richtung, fliegen ein kleines Stückchen. Dann haben wir hier schon ein Artefakt. Hier, wenn man Lurch haben will, die kann man fangen, aber ich nehme sie jetzt einfach so mit. So, hier war noch ein Artefakt. Dann kommen hier zwei Geister an, für diejenigen, die sie brauchen. So, zack, die können sich alleine jetzt beschäftigen, ne? Und hier ist nochmal ein Artefakt. In dem Steinchen. So, und nach getaner Arbeit kann man nochmal schnell das hier looten. Sehr schön, das war jetzt diese Insel. Und jetzt gehen wir ganz zum Schluss noch einmal. Oder fast zum Schluss gehen wir jetzt hier hin. Da sind wir jetzt hier oben bei so einer Kanone. Dann gibt es hier ein Artefakt. Da gibt es ein Artefakt. Und hier. Und jetzt ist es interessant, jetzt geht man einmal hier runter. Hier ist so ein kleines Lager, das man auch ab und zu mal für eine Daily macht. Und hier sind auch Schatzräuber. Ab und zu kann man auch mal die Sachen von denen gebrauchen. So. Jetzt bekämpfe ich die mal einmal ganz schnell. So, hat sich erledigt. Und nun wird eingesammelt. So, Artefakt. Ja, ein bisschen Essen und Geld. So, nehmen wir nochmal den Kram von denen hier mit. Alles klar. So, hier Artefakt. Und Geld. Essen, Geld. Nochmal Artefakt. Also, das ist so ein Allround-Ding hier mehr oder weniger mit Inazuma. Ich meine mich auch dran zu erinnern, dass in Dio nachher auch viel mehr Artefakte zu holen sind.
Aber das ist auch immer eine. Ja, sieht auch nur so aus. So, man könnte die auch nochmal mitnehmen, aber das will ich jetzt nicht. So, jetzt kommt der Endspurt. Hier ist man in der Nähe vom, na, vom Feuerwürfel da, von der Hypothase, wie das Ding heißt. Oh, Artefakt, Artefakt. Und dann geht man hier nochmal zum Boot hin. Ah, zwei Artefakte kamen da rausgeschossen, sehr gut. Und nochmal kurz was zum Essen. Geld gibt's auch. Dann läuft man hier hinten rum. Das mitnehmen, das mitnehmen, das ist Essen, das braucht man jetzt natürlich nicht. Und dann hat man noch diese kleine Anlaufstation hier. So, Geld, eine Waffe, Artefakt. So, das war's. Man könnte natürlich noch Elite mitnehmen. Es gibt auch ganz viele Punkte, wo ganz viele verschiedene Elite sind. Ja, ich stelle mich jetzt einfach mal woanders hin. Das war's jetzt. Das war die erste Runde. Man könnte auch noch irgendwo anders hinlaufen, aber in der Regel war das jetzt genug gewesen. Man kann mich nur eine bestimmte Anzahl am Tag halt sammeln. Ich weiß leider nicht genau, wie viele, aber ich habe das jetzt so hinbekommen, dass wenn ich diese Route jetzt laufe, dann reicht das. Also das, dann ist das nicht mehr. Ich könnte vielleicht noch ein oder zwei noch extra absammeln, aber das ist wirklich, wie gesagt, nur Zufall. Kommt auch mal drauf an, was man halt bekommt. Ne, und ja, jetzt hat man, wenn man jetzt auf Details verstärken geht, so, jetzt hat man hier ein bisschen grau, bisschen grün. Es sieht jetzt zwar nicht viel aus, aber wenn man das natürlich jeden Tag macht, kommt einiges zusammen. Und wenn man natürlich möchte, es gibt auch noch Händler, wo man was kaufen kann. Das kann man auch einmal in der Woche, ich glaube jeden Donnerstag wird das resettet. Das zeige ich euch auch nochmal. Da beginnen wir in Mondstadt. Ich wechsle mal einmal kurz mal das Team. Ich möchte mal mit anderen Leuten laufen. Und mir ist gerade so ein bisschen nach Wind. Ah gut, jetzt bin ich natürlich ein bisschen falsch gelaufen, sehe ich gerade selber. Aber das macht ja auch nichts. So. Diese Dame da, die verkauft Artefakte. Wie gesagt, jeden Donnerstag wird das resettet. So, man könnte jetzt für 10.000 insgesamt, kann man sich jetzt diese 5 holen. Ich mache das jetzt einfach mal. Wenn man nämlich hier genug Mora gefarmt hat, dann ist das okay. So, das sind auch Grüne, die geben natürlich ein bisschen mehr EP beim Hochleveln. Dann geht es weiter nach Liyue. Da gibt es direkt zwei. Ich habe sie immer mit so einem, ja, mit so einem Fleischsymbol versehen, weil Genshin hat ja leider nicht genug Symbole und ich kann nicht immer dieselben benutzen. Also muss ich halt etwas nehmen, was, ja, was auffällt. Und so fürs Essen habe ich nichts zum. Also ich brauche kein Essen sammeln, in Anführungsstrichen. Also, ne, nehme ich halt dieses Symbol. So, dann sind wir hier im Hafen. Schade, dass die ganzen Laternendinger nicht mehr da sind. Das war echt schön hier. So, dann haben wir diesen Händler. Da gibt es dasselbe. Und dann gehen wir mal schnell hier hoch. Ich hätte auch jetzt einen Teleporter und dann da weiterlaufen können, aber es ist jetzt auch völlig egal. Und dann sind wir hier. Diese Händlerin, Lin Lang oder wie sie heißt, die ist auch nur nachts da. Also tagsüber würdet ihr sie hier nie treffen. Nur in der Nacht. Und dann kann man sich hier nochmal schnell Artefakte kaufen bei ihr. So, das war das. Und dann gibt es noch einen, den ich gefunden habe, und der ist in Sumeru.
Ja, wenn man das natürlich effizient macht, dann kann man einmal in der Woche 40.000 ausgeben, die man ja auch, wenn man jeden Tag die Huten abläuft, das Geld auch locker drin hat. Das ist dann ja plus minus null mehr oder weniger. Entschuldigung. Falls ihr euch gerade wundert und das Geräusch gehört habt, dass ich habe mir ein Stück Papier von der Papierrolle abgerissen. Man vergisst ja manchmal, dass man das Mikrofon dran hat. So, und jetzt geht man hier einmal ganz schnell runter, ist ganz einfach. Und dann steht hier Afshin oder wie auch immer man ihn aussprechen mag. Und dann geht man hier zu ihm hin, dann hat er da fünf Artefakte. So, tada, das war's. Also das waren jetzt die ganzen Möglichkeiten, effizient Artefakte schnell mal zu farmen. Ja, und das natürlich dann jeden Tag, ne? Also heute in der Suma-Route, morgen dann die Leo-Route. Es könnte auch sein, dass wenn man jetzt ganz also mehrere Erkundungen hat mit der Wüste und so, dass es dann auch viele Punkte gibt. Da hätte man sogar drei verschiedene Routen, dass dann halt nicht so viel, dass es immer ein bisschen unterschiedlich alles ist, aber an und für sich, es reichen zwei Routen und dann ist gut. Und das sind wirklich alles, das, was ich heute gezeigt habe, die kann man wirklich jeden Tag holen. Es gibt natürlich auch Punkte, wo man nur einmalig Artefakte bekommt oder einmalig Numora, aber die kannst du wirklich jeden Tag nach 24 Stunden. Ist am besten, da wieder hinzugehen. Exakt 24 Stunden. Also wenn du um 15:15 angefangen hast zu sammeln, musst du auch um 15:15 kannst du erst wieder anfangen, da, ne, weiterzumachen oder wieder anzufangen. Deswegen. Erst einen Tag die eine Route, nächsten Tag die andere. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wo ich dann durch Dio durchlaufe. Und dann wünsche ich mir noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.